Hi Leute, heute nehme ich euch mal mit für ein kurzes Video zur Raubtierfütterung. Da sind sie. Die sind immer noch eingesperrt. Die dürfen noch nicht raus. Aber ich habe hier ein Leckerli. Womit füttert ihr eigentlich eure Hühner, wenn sie nicht raus dürfen im Winter? Habt ihr auch die Möglichkeit, Salat zu füttern? Ich habe hier so eine schöne Kiste bekommen. Mit leckerem Salat. Das können wir den Hühnern einmal hinschmeißen. Na komm. Ja, das ist was Feines, ne? Das ist was Feines. Na komm, mein Dicker. Na komm, mein Dicker. Ja, fein. Sowas hier soll natürlich nicht dazwischen sein, auch wenn das nur Papier ist. Aber das brauchen die nicht haben. Ja, ihr Titis? Ja, ihr würdet gerne raus, ne? Das glaube ich, aber das geht leider noch nicht. Noch geht es nicht. Ja, irgendwie habe ich gehört, dass die Stallpflicht aufgehoben sein soll hier in MacPom. Aber ich traue den ganzen Frieden noch nicht so. Ich lasse sie die Woche noch eingestallt und werde dann mal gucken, ob ich sie nächste Woche schon raushole oder am Wochenende rauslasse. Aber noch geht das nicht so ganz. Deswegen müssen sie hier noch in der Voliere aushalten. Noch ein paar Tage und dann geht's raus. Ja, habt ihr lange genug ausgehalten. Ja, das soll mal so ein kurzes Video gewesen sein, einfach wie wir die Hühner füttern mit Salat und Kohl, was wir bekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben wäre nicht schlecht, kostenlos abonnieren nicht vergessen, schreibt uns was in die Kommentare, empfehlt uns weiter, schaut auch unsere anderen Videos, da kommen jetzt immer mehr Videos aus dem Garten. So, mit diesen Bildern vom dicken Erpel verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.